Den heutigen Gast bei Junos braucht man eigentlich nicht vorzustellen. Hans-Joachim Frey ist das, was man in der internationalen Kulturbranche ein Ausnahmetalent nennt. Und zwar ein hochkarätiges. Die Liste seiner Schaffensorte ist lang. Operndirektor in Dresden, Generalintendant am Theater Bremen, offizieller Berater des Bolschoi-Theaters in Moskau und ehemaliger Chef des Dresdner Semperopernballs. Den machte er 15 Jahre lang zu einem der größten und bekanntesten europäischen Bälle mit Gästen wie Schwedens Königin Silvia, Sir Bob Geldof, Udo Jürgens, Roland Kaiser, Fürst Albert II. Von Monaco, Sir Roger Moore und viele weitere mehr. Außerdem ist Hans-Joachim Frey noch der Neffe von Hollywood-Legende Armin Müller-Stahl und hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich kennengelernt und mehrmals treffen dürfen, der ihm sogar höchst selbst einen Freundschaftsorden verliehen hat. Vor 2 Jahren endete die Freundschaft der Dresdner mit ihrem Vorzeigekulturmanager allerdings jäh, als der Krieg in der Ukraine begann. Die Medien gingen wirklich nicht nett mit dem Mann um, der auch noch ein Buch geschrieben hatte mit dem Titel »Russland lieben lernen«. Seitdem spricht Herr Frey auch nicht mehr mit deutschen Medien. Doch für uns macht er eine Ausnahme und spricht offen über sein Verhältnis zu Russland, zum Ukraine-Krieg, zu westlichen Sanktionen. Dabei äußert er sich auch durchaus kritisch über die aktuelle Politik der deutschen Bundesregierung. Jetzt hier exklusiv und natürlich bei Junos, dem Magazin für ostdeutsche Interessen. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. Bei mir ist heute der internationale Kulturmanager und ehemalige Chef des Dresdner Semperopernballs, Hans-Joachim Frey. Herr Frey, ich grüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Wie ist denn das Wetter in Moskau zurzeit? Glänzend, 30 Grad plus, fast zu heiß. Ich sitze hier mit Air Condition in meinem Zimmer zu Hause. Also es ist auszuhalten. Herr Frey, Sie haben ja eine sehr bemerkenswerte Karriere in Deutschland gemacht. Wie kommt es denn, dass Sie jetzt in Russland und in anderen Staaten unterwegs sind? Also ich habe ja 2018 in Deutschland ein Buch herausgebracht, das 2018 noch ein großer Erfolg war. Russland lieben lernen. Und dort habe ich beschrieben meine ganze Reise, wie ich immer weiter tiefer hierher gelangt bin. Indem ich den Dresdner Opernball gemacht habe, in dem der besucht worden ist von 2009 von Wladimir Putin, wo dann Kontakte angefangen haben, wie ich 2014 Berater wurde des Bolschoi-Theaters, wie ich 2018 dann Leiter der größten Bildungs- und Kulturstiftung in Russland wurde. Und das waren einfach so vielfältige Aufgaben, dass ich dann irgendwann entschieden habe, ja, die meiste Zeit hier zu verbringen. Also, Sie haben schon das Buch erwähnt, Russland lieben lernen. Jetzt meine Frage, nachdem Sie ja nun dort längere Zeit schon teilweise leben, lieben Sie denn Russland? Und wenn ja, warum? Also, Russland hat ja eine großartige Kulturgeschichte, großartige Tradition und es ist eigentlich die reichste Kulturnation der Welt. Deutschland kann man schon in gewissen Punkten vergleichen, aber Deutschland pflegt nicht mehr ganz so sehr seine Traditionen. Und in diesem Sinne liebe ich Russland mit seiner reichen Kultur. Ich sage nicht, dass ich ausschließlich Russland liebe, aber es ist schon bemerkenswert, was ich hier im kulturellen Faktor alles erleben darf und sehe. Mhm. Können Sie das ein bisschen ausführen, was Sie da so im kulturellen Bereich erleben? Ich will es Ihnen an einem anderen Beispiel sagen, weil das der Öffentlichkeit wenig bewusst ist. Russland ist ja Teil der ehemaligen Sowjetunion. Zu der ehemaligen Sowjetunion gehört natürlich neben Ukraine auch Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan und all die Länder. Wenn Sie heute an die großen Opernhäuser, wie in der Staatsoper, an die Londoner, an die New Yorker Metropolitan Opera oder London Oper gehen, wenn Sie eins erleben, dass Sie plötzlich feststellen, dass 50% aller Solisten aus dem Teil der ehemaligen Sowjetunion kommen. Das zeigt schon, dass die Ausbildung am besten ist, dass die Kulturgeschichte am besten ist. Und davon spüren Sie natürlich hier in Russland noch diesen gesamten Geist und diese ganze Aura, zum Beispiel, dass es hier allein in Moskau 80 Schauspieltheater gibt. Es gibt 6 Opernhäuser. Es gibt 20 große Orchester. Es gibt 5 Konzertsäle. Also damit merken Sie schon, ich kann mich am Abend hier gar nicht entscheiden, wo ich überall hingehen möchte, wenn ich dann jeden Abend wohin gehen will, weil es einfach so dicht ist, so reich. Ich habe noch gar nicht von den Museen und der bildenden Kunst gesprochen. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass Sie Wladimir Putin getroffen haben. Wie kam es denn dazu, den persönlich kennenzulernen?
Also es gibt sechs, es war nicht geplant in meinem Leben. Ich habe zwar historische Wurzeln, familiäre Wurzeln, weil mein Urgroßvater hat 10 Jahre in St. Petersburg gelebt, meine Großmutter ist groß geworden in St. Petersburg, mein Urgroßvater ist dann später in Königsberg geboren und sie haben sich kennengelernt und so hat sich eine ganz große Affinität. Aber ich hatte nie etwas damit zu tun. Und ich hatte noch die lustige Anekdote, dass ich verbunden war mit einem Freund von Putin 2006 noch, mit dem ich ein Abendessen in Petersburg haben sollte. Und alle haben mir gesagt, mach das, das wäre wichtig für deine Kontakte. Und ich habe gesagt, das brauche ich nie. Und dann kam er zum Opernball 2009, 3 Jahre später. Und es haben sich dann einfach Kontakte gefunden. Es geht aber nicht nur um ihn, sondern auch mit vielen Russen. Ich bin immer weiter in das Land gekommen, habe 2011 das regelmäßige Regime geführt. Also Werke, wo ich als Regisseur gearbeitet habe. Übrigens, heute Abend habe ich auch eine Premiere am Bolschoi Theater in Moskau. Und ja, das hat mich immer weiter dichter reingezogen in das Land. Und das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Also Sie sagten jetzt, wie Sie zu Herrn Putin gekommen sind, aber da gab es ja dann noch eine Ordensverleihung. Erst haben Sie ihm einen verliehen, dann hat er Ihnen einen verliehen. Ja, es sind zwei völlig getrennte, also 15 Jahre dazwischen. Das darf man nicht vermischen. Also wir hatten beim Semperopernball ja die Tradition, den ich 2006 in Dresden gegründet habe. Zu der Zeit war ich noch Operndirektor der Semperoper. Ja, also ab 1997 war ich Operndirektor bis 2007 in der Semperoper und habe dort 2006 dann als Operndirektor den Semperopernball gegründet, den ich bis 2022 geleitet habe. Und dort hatten wir die Tradition, immer Orden an berühmte Persönlichkeiten zu verleihen. Und das waren dann auch an Franz Beckenbauer, Maximilian Schell. Und nach dem Ball 2008, also nach dem 3. Mai, kam der frühere Ministerpräsident Mibra zu mir und sagte, Frei, wir müssen jetzt mal was ganz Großes ausprobieren. Können Sie doch nicht mal einbringen, der für uns alle, auch für Geschäfte und Anbahnung wichtig ist, Wladimir Putin in der Seite. Wie soll ich das machen? Und dann hat er mich daran erinnert, dass es da einen Kontakt im künstlerischen Bereich gibt mit einem Jugendfreund von Putin. Und ich sollte das doch probieren. Und dann bin ich nach Petersburg gefahren, habe Briefe überreicht. Dann habe ich 9 Monate keine Antwort gekriegt und habe das ganze Thema aufgegeben, hatte es vergessen. Und 3 Wochen vor dem Ball kam dann plötzlich eine Zusage und er kam. Und das war dann alles sehr spannend. Also Sie haben im Prinzip genau das gemacht, was man machen muss als findiger Chef eines Semperopernballs, um Promis zu sich nach Dresden zu holen. Ne? Haben Sie das habe ich von Anfang an gemacht, weil das hat man mir geraten, weil natürlich Dresden ist nicht Berlin, ist nicht München, wo automatisch 50 oder 100 Filmstars sitzen. Und beim ersten Opernball kam die Idee wenige Wochen vorher und dann habe ich meinen Onkel gefragt, Armin Müller-Stahl, bist du bereit zu kommen, mir zu helfen und diesen ersten Preis anzunehmen? Da kam er, haben wir nur einen Preis verliehen. Und dann hat sich eine große Dynamisierung inzwischen, hat dieser Preis von Roger Moore bis Christopher Lee und Nella Muti und Katharine Deneuve, also so viele Persönlichkeiten bekommen und alle Kommissare der Europäischen Union und Kommissionspräsidenten und Roman Herzog, immer Bundespräsident. Also das war schon eine ganz besondere Geschichte. Würden Sie denn sagen, dass Ihnen Ihre Tätigkeit für den Dresdner Semperopernball den Weg nach Russland geebnet hat oder ist das mehr aufgrund Ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit und Expertise und Persönlichkeit und so weiter? Ich würde nicht sagen, dass der Semperopernball mir den Weg geebnet hat, aber ich würde sagen, dass diese Begegnung, die ich dort haben durfte mit vielen prominenten Leuten, mir viele Türen in der ganzen Welt geöffnet hat und davon war einer auf der Weg nach Russland. Was ist denn jetzt die Botschaft, die Sie Ihren Lesern des Buches Russland lieben lernen mit auf den Weg geben möchten? Das ist ja noch im Handel erhältlich für 24,95 €. Was soll der Leser daraus mitnehmen? Ja, nicht nur das. Er ist ja auch ins Russische übersetzt worden, hier im Exmo Verlag gilt als eines der vorbildlichen Bücher. Gehört inzwischen zum Bildungsprogramm des Bildungsministers, weil es gut recherchiert ist, ist hier ein riesen sozusagen Erfolgsbestseller. Die Geschichte begann schon eigentlich nach der Krim-Annexion, diese permanente sogenannte Dämonisierung von Russland, dass alles, was in Russland ist, schlecht. Und damals habe ich schon angefangen zu sagen, die Botschaft ganz einfach, schaut euch mal Russland an. Kommt nach Russland, schaut es euch an. Und dann könnt ihr lernen, Russland zu lieben. Wie ich auch nicht vorhatte vor 15, 18 Jahren jemals noch in Russland zu arbeiten. Ich bin dazugekommen, ich habe den Opernball gegründet, wie die Jungfrau zum Kind, gab dann eine persönliche Begegnung mit dem Präsidenten und habe mich dann damit beschäftigt, auseinandergesetzt und bin in das Land hineingerutscht und habe es angefangen zu lernen und zu lieben. Und so
gebe ich in dem Buch detaillierte Auskünfte. Und das gilt eigentlich bis heute zum heutigen Konflikt mit der Ukraine. Dass für mich die größten Probleme, das hat auch Viktor Orban gerade in den letzten Tagen in mehreren Interviews gesagt, ist, das Hauptproblem ist, dass man Russland nicht kennt, dass man Russland nicht versteht, dass man die Kultur nicht versteht, dass man auch die Kultur dieser Auseinandersetzung der beiden Brüdervölker, Ukraine, Russland, wo jeder Russe mindestens ein, zwei Familienmitglieder, Freunde etc. hatte, in der Ukraine sitzen, dass man das von der Mentalität nicht versteht, von der Kultursysteme. Und das habe ich schon damals 2018 probiert aufzuarbeiten. Wie stehen Sie denn zu der Friedensmission von Herrn Orban? Grundsätzlich als Kulturschaffende sind wir in allen Bereichen für alles, was Frieden spenden kann und Frieden bringt, unglaublich glücklich und unterstützen das. Insofern finde ich das toll. Hätte ich mir gewünscht vom deutschen Bundeskanzler, aber das macht jetzt der ungarische Ministerpräsident. Das ist eine ganz wichtige Mission. Und wir werden sicher bis Januar, Februar nächsten Jahres da Früchte sehen. Bin ich überzeugt. Sie sind jetzt seit 2021 auch russischer Staatsbürger. Wie ist es denn dazu gekommen? Das gehört eigentlich alles zusammen. Ich habe 2021 vor der Spezialoperation im Sommer einen Orden bekommen der Freundschaft, der als Dankbarkeit gegeben worden ist für das, was ich mich zwischen den beiden Völkern Russland und Deutschland eingesetzt habe im Kulturbereich. Der wurde mir dann 2023 übergeben. Und das Gleiche gilt für den Pass, dass in diesem Zusammenhang mir ehrenhalber zusätzlich die russische Staatsbürgerschaft als Geste der Dankbarkeit angeboten worden ist, dass jetzt in vielen Ländern so gemacht wird, sich ein Mensch insbesondere sehr verdient macht, um mal landen. Dann habe ich gesagt, ja, das will ich gerne ehrenhalber zusätzlich. Aber einen Diplomatenausweis haben Sie keinen gekriegt, nehme ich an. Ja, ich glaube nicht. Haben Sie denn jemals Anfeindungen erlebt aufgrund Ihres russischen Engagements? Anfeindungen würde ich das nicht sagen, dass man das kritisch sieht, dass es einzelne Freunde gibt, die sich zurückgezogen haben. Ja, das hat es gegeben. Das gibt es, glaube ich, für jeden, dass sich inzwischen die Welt ein bisschen polarisiert hat in verschiedenste Richtungen. Und ja, da habe ich schon gewisse Sachen erlebt, auch mit dem Dresdner Semperopernball. Aber ich habe da probiert, meine eigene Linie zu kriegen. Und ich probiere immer, unpolitisch zu argumentieren. Insofern bin ich immer dem eigentlichen Konflikt aus dem Weg gegangen und habe zugehört, mir die Meinung des anderen auch dann angehört und ja, habe dann meine eigenen Entschlüsse daraus gezogen. Sie haben einem ägyptischen Staatschef einen Orden verliehen. Daraufhin wurden Sie ziemlich durch den Kakao gezogen. Können Sie die Geschichte uns erzählen, wie das war? Ja, das war 2020, also kurz vor der Corona-Pandemie. Wir hatten auch als Preisträger, wie wir jedes Jahr überlegt haben, wer könnte es sein, als Sisi eingeladen. Der hatte dann uns ausrichten lassen, dass er nicht zum Opernball kommen kann, aber vielleicht könnten wir eine Woche vorher in den ägyptischen Palast kommen, die Preisübergabe dort machen, das Ganze von Kamera filmen lassen. Und das fand ich damals eine sehr wichtige Geschichte. Und dazu stehe ich auch heute noch, weil ich als Sisi nicht in seiner Vergangenheit, wie viele ihn auch kritisieren und benennen, dass er Journalisten einsperrt, die Meinungsvielfalt unterdrückt, sondern ich habe ihn als jemand gesehen, der für die Zukunft dieser ganzen Region, Israel etc., wahnsinnig wichtige Rolle Friedensbringer bringen kann. Und er hatte schon damals unglaublich viele Universitäten gebaut, neue Konzertsäle, neues Museum. Ägypten ist heute ein prosperierendes Land. Und eigentlich war das damals mit großer Weitsicht, weil heute pilgern der deutsche Bundeskanzler, die Europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere alle nach Ägypten und Kairo, um den Präsidenten um Hilfe zu bitten, die letzten Korridore der Hamas und zwischen Israel und Ägypten aufrechtzuerhalten. Ja, das habe ich damals mit großer Überzeugung gemacht, bin ich viel kritisiert worden, haben sich viele Leute darauf zurückgezogen, aber der Ball hat stattgefunden, war trotzdem großer Erfolg. Und ich stehe immer zu dem, was ich mache und bin da klar und deutlich. Unterstützen Sie denn undemokratische Herrscher oder anders gefragt, unterstützen Sie denn überhaupt irgendwelche Herrscher? Ich unterstütze gar keine Herrscher. Wenn man Preise übergibt, ist das ja etwas Völkerverbindendes. Das wäre ja der Preis, hieß ja Adverso Fluminum, also Leute, die gegen den Strom schwimmen. Und deswegen war es 2009 eine ganz andere Geschichte. Ich will nur sagen, 2009, als Wladimir Putin in der Dresdner Semperoper war, sind 2.500 Leute aufgestanden und haben 8 Minuten Standing Ovations geklappt in die Videos. Geklatscht. Also die Videos sind noch erhältlich. Und ja, ich unterstütze Leute, die eine besondere Geschichte haben. Also was heißt unterstützen? Da habe ich eine Hochachtung vor. Und mit denen man durch so eine Ordensübergabe oder durch solche Gesten
besondere Prozesse in die Wege leiten können. Und ja, in beiden Fällen ist es passiert. Es hat dann Kritik gegeben, das muss man aushalten. Damals war es das erste Mal, dass es in dieser Heftigkeit ist. Heutzutage ist das in vielen anderen Bereichen, auch bei vielen anderen Projekten nicht von mir gang und gäbe. Insofern gehört das auch ein Stück zum Geschäft. Ja, was Sie da ansprechen, das ist ein bisschen diese Cancel Culture, die in Deutschland allgegenwärtig zu sein scheint. Hat Sie das auch betroffen oder betrifft das Kollegen von Ihnen? Was halten Sie von dieser Erscheinung unserer Zeit? Unglaublich viel. Also ich habe einen aufregenden Kollegen, Uwe Erik Larfenberg, das Intendant am Staatstheater Wiesbaden, der hat ja zweimal zu den Mai-Festspielen Anne Trepko eingeladen. Da hat der Ministerpräsident von Hessen die Schirmerschaft zurückgezogen, etc. etc. Ich finde es schade, dass diese Art von Meinungsvielfalt sozusagen es nicht mehr geben kann in Deutschland, dass diese Freiheit, wir haben überall Einschränkungen nach der Corona-Pandemie, ich darf nicht Corona-Leugner sein, wenn ich was für Putin sage, bin ich Putin-Versteher, wenn ich etwas sage positiv über Trump, bin ich Trumpist. Es gibt für alles Kategorien. Und das macht uns kleiner. Und damit verlieren wir ein Stück der Meinungsvielfalt und der Meinungsfreiheit. Und deswegen bin ich absolut dagegen und bin dann stolz, wenn Kollegen wie der in Wiesbaden sagt, nein, Anna Netrebko kommt trotzdem. Musik ist ein Friedensstifter. Und ich lade ukrainische Künstler ein und russische Künstler. Und auch wenn das mir Kritik einbringt, halte ich das Außenstehende dazu. Erleben Sie denn sowas Ähnliches auch in Russland? Nein, gar nicht. Überhaupt. Das ist ganz nicht interessant. Die Russen haben großen Respekt nach wie vor von den Deutschen. Sie haben ja eine kulturhistorische Geschichte, wahnsinnig interessante Geschichte gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo 27 Millionen Tote als Opfer der Sowjetunion gezeigt haben. Also wahnsinnige Gräueltaten. Im Grunde genommen haben sie nie gesagt, das waren die Verbrechen der Deutschen, sondern es waren die Verbrechen der Nationalsozialisten, der Faschisten. Also haben das in eine andere Ecke getan. Eigentlich eine ganz großartige Geschichte. Und heute, wenn ich als Deutscher irgendwo hinkomme, haben sie großen Respekt vor mir, vor den Leistungen der Deutschen, vor der Geschichte und freuen sich, dass einfach noch Deutsche hier sind und arbeiten und ihr Verständnis für die russische Kultur mit sich bringen. Es gibt ja nun auch diese ganzen Sanktionen des Westens gegen Russland. Das begann ja alles schon 2012 mit dem Magnitsky Act. Haben Sie davon irgendwas gemerkt in Russland? Die Leute diskutieren natürlich, weil es wird nie in den Medien darüber berichtet, aber das war der größte Wahlkampf erstmal natürlich für Wladimir Putin, der Westen gemacht hat, weil die Leute gemerkt haben, sie können nicht mehr einfach direkt fliegen. Sie haben persönliche Einschränkungen erlebt und das hat natürlich viele gesehen, der Westen drangsaliert erst, macht Sanktionen, das ist nicht schön. Auf der anderen Seite, wenn sie hier sind, das ist das Erstaunliche, sie spüren überhaupt gar nichts von Sanktionen. Moskau prosperiert, wächst, es ist eine Goldgräberstimmung in Moskau. Inwiefern, das ist sehr interessant, wird auch nicht in den westlichen Medien berichtet, unglaublich viele russische Unternehmen kaufen für ein Appel und ein Ei, wie man bei uns sagt, also für ganz wenig Kosten, europäische und amerikanische Kompanien, die verkauft werden müssen aufgrund politischen Druck, auf und bauen das aus. Also früher hat man vor 5 Jahren immer gesagt, die Russen haben die Ressourcen, Erdöl, Gas und wir Deutsche bringen die Ressourcen, nämlich von Wissen, Ingenieurwissen und Können mit. Jetzt kriegen die Russen das quasi alle geschenkt, auf dem Silbertablett. Ich kenne Freunde, die haben die größte Automobilfabrik Europas, die in Moskau gebaut worden ist, von Renault, den Apfel und Ei gekauft, bauen ein neues Auto, ein fantastisch modernen Moskvitch. Es gibt Leute, Freunde, die kenne ich, die haben Continental, Volkswagen, Bosch, Bridgestone, Otis, alle aufgekauft für wenig Geld und viele andere. Und das ist sehr aufregend, das hier mitzubekommen, dieser Wandel zur multipolaren Welt. Es ist eine ganz spannende Phase und wenn man das positiv sehen will, und ich bin grundsätzlich immer Optimist, hat das eine unglaubliche Dynamik. Strecken Sie denn jetzt als Kulturmensch auch Ihre Fühler schon aus Richtung der neuen multipolaren Welt, Indien, China, die ganz großen Länder? Also ich hatte mit China immer guten Kontakt. Ein Beispiel will ich Ihnen erzählen. Wir bauen eine neue Konzerthalle in Sochi bei der größten Kulturstiftung. Die wird Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eröffnet. Und da natürlich war geplant, auch mit sächsischen Unternehmen, SBS und andere, dass die Theatertechnik und anderes Akustik von europäischen Firmen gebaut werden. Die haben dann alle gesagt, nach dem Beginn der Spezialoperation oder des Krieges 22, sie können das nicht mehr weitermachen. Und dafür haben wir chinesische Partner gefunden, die von den Deutschen in den letzten Jahren auch fantastisch ausgebildet worden sind, alle Ingenieurwissen haben. Und insofern passiert manches automatisch. Ich arbeite ja auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich mache einen Ball in Dubai jedes Jahr mit großem Erfolg. Insofern gibt es schon Kontakte nach Aserbaidschan. Meine Frau ist Aserbaidschanerin oder nach
Usbekistan, da habe ich gerade einen großen Kulturwettbewerb gemacht, gab es auch schon. Also insofern, ja, das wächst und das ist auch faszinierend zu sehen. Ich würde gerne nochmal jetzt wissen zu Deutschland, wie hat sich denn Ihre Arbeit jetzt in Deutschland entwickelt, nachdem da 2022 die, also in der Ukraine der Krieg losgegangen, oder besser gesagt, die Russland in die Kampfhandlung in die Ukraine eingetreten ist. Wie hat sich das entwickelt? Die offizielle deutsche Formulierung heißt ja, wie man in jedem Interview sagen muss, der Beginn des brutalen russischen Angriffskriegs am 22. Februar. Und das hat natürlich vieles geändert. Ich war zu der Zeitpunkt noch Leiter des Semperopernballs. Der hätte 6 Wochen vorher stattfinden sollen, ist nochmal letztmalig damals wegen Pandemie und Corona abgesagt worden, weil man das ja im Vorfeld lange plant. Und dann gab es große Diskussionen, man sollte Putin den Orden aberkennen und Freiburg muss sich entscheiden zwischen Russland und zwischen Deutschland. Aber ich hatte nach meiner Zeit als hauptamtlich angestellter Operndirektor diesen Semperopernball nur noch nebenamtlich gemacht. Ich war ja dann Generalintendant in Bremen viele Jahre. Ich war Leiter des größten Konzertsaals in Österreich, des Bucknerhauses in Linz. Also ich habe das ehrenamtlich, nebenamtlich gemacht. Und als ich dann diese Entscheidung hörte, vor der ich gestellt worden ist, war es klar für mich, dass ich in Deutschland nicht mehr weitermache, dass ich den Semperopernball übergebe. Dann ist es mir gelungen, die wesentlichen Player sozusagen zu überzeugen, in den Verein zu kommen, Führung zu übernehmen und habe dann das ganze Geschäft des Semperopernballs in die Hände dieses neuen Teams, das von mir geholt worden ist, Ende 22 übergeben. Hat mir erst sehr schwer gefallen, hat auch wehgetan, aber heute sehe ich es mit großem Genugtuung. Erstens glaube ich bei dieser ganzen Debatte, wie Sie es nennen, Kanzlerkultur etc., dass solche Groß-Events, Premium-Events, Luxus-Events immer schwieriger werden in Deutschland, auch das in der Balance richtig zu machen. Und zweitens, irgendwann muss man sowieso aufhören. Ich habe das 17 Jahre gemacht, voller Erfolg. Mehr kann man gar nicht mehr erreichen. Insbesondere in Sachsen. Insofern war es eine wunderbare Zeit. Und jetzt nehme ich dieses Wissen und mache ähnliche Events in St. Petersburg, in Dubai und an vielen anderen Plätzen dieser Welt. Und bin auch sehr, heutzutage sehr mit mir im Reinen, so wie das Ganze passiert ist. Hm. Wer hat denn die Entscheidung getroffen, dass Sie nicht mehr den Semperopernball in Dresden leiten sollen? Die konnten nicht objektiv eine Entscheidung treffen, weil das war ein privatwirtschaftlich organisierter Verein, der die Semperoper angemietet hat. Aber man konnte natürlich politischen Einfluss machen. Das fing daran, dass die Semperoper damals, die damalige Leitung, der jetzt gerade aufgehört in Person gegangen, Peter Theiler, zum Ministerpräsidenten gegangen ist und hat gesagt, wir können den Opernball mit frei nicht machen, wenn er noch weiter in Russland ist. Und dem Teschner, den ich eigentlich sehr verbunden vorher war, der sogar 2021 hier noch in Moskau war und 2019 in Petersburg und wo ich ihn sogar zum Teil begleitet habe und getroffen habe und lange Diskussionen geführt hat, der dann einfach Angst bekommen und hat keinen Rücktritt gezeigt, man muss es so deutlich sagen, und hat dann einfach die Unterstützung für mich nicht mehr gehabt und dann habe ich die Konsequenzen ausgezogen. Vermutlich das einzig Richtige, was man tun kann. Sie haben auch Konsequenzen gezogen aus dem Verhalten deutscher Medien, wie die mit Ihnen umgesprungen sind in dieser Zeit. Das ist ja nun wirklich nicht besonders nett gewesen. Also zum Beispiel hier die Freie Presse in Chemnitz hat geschrieben, ich stehe an der Seite Russlands, hätten Sie gesagt, bei einer Rede in Russland, wie ist denn das gewesen? Stimmt denn das so, dieses Zitat? Ja, das ist nie genau zitiert und an dieser Ungenauigkeit lassen sich natürlich gute Schlagzeilen produzieren. Ich habe den Orden bekommen von Wladimir Putin und habe dort eine 5-minütige Dankesrede halten können und habe gesagt, wirklich, ich liebe diese Kultur, diese Tradition, diese Geschichte und deshalb stehe ich an der Seite der Kulturnation. Und aus diesem Konglomerat der Sätze haben sie gesagt, ich stehe an der Seite Russlands. Hört sich immer gut an, heute steht man an der Seite Ukraine oder Russland, damit man klare Polaritäten hat. Das ist die Geschichte der Zeit. Hatten Sie so das Gefühl, dass es vielleicht noch andere Gründe geben könnte, warum man Sie da weghaben wollte, dass das vielleicht bloß ein Vehikel war, um Sie loszuwerden? Ja, die Diskussion gab es natürlich nach dem ägyptischen Staatspräsidenten schon 2020. Aber das hatte ich dann im Griff gekriegt. Und wir waren dann schon in konkreten Planung für den Opernball 22, hatte mit der Opernleitung 2021 auch schon gemeinsame Pressekonferenzen für den Ball 22, der dann 8 Wochen vorher wegen Pandemie nochmal abgesagt werden musste. Insofern war das alles behoben und geglättet. Aber als dann ein zweites Mal aufkochte, war klar, das ist jetzt nicht mehr behebbar. Und umso länger dann, ja, ich habe dann noch auf Zeit gespielt, da hat der Verein sich für 6 Monate ruhig gestellt, weil mit dem
Spezialoperationen haben wir jetzt alle gefragt. Vielleicht beruhigt sich das nochmal. Keiner konnte sagen, das ist ein halbes Jahr oder bis heute die 2,5 Jahre. Aber als ich nach einem halben Jahr merkte, das Ganze dauert und ist nicht mehr durchzuhalten und das lässt sich nicht mehr auf Zeit spielen, dann war klar, also nach einem Dreivierteljahr nach Beginn im Februar 2022 habe ich dann im Dezember 2022 gesagt, so, jetzt ist Schluss. Sie reisen viel umher. Wo wohnen Sie denn jetzt eigentlich? Ich sage immer, ich habe jetzt die spannendste Phase meines Lebens und das genieße ich sehr. Ich wohne jetzt in Moskau, habe eine wunderschöne Wohnung im Center in der Altstadt von Moskau. Ich kann in 15 Minuten sowohl zum Roten Platz wie zum Bolschoi gehen. Das ist eine schöne Geschichte. Meine Frau lebt in Baku, aber sie lebt mit mir hier in Moskau. Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Sie ist halb Russin, halb Aserbaidschanerin. So, das heißt, wir sind auch in ihrem Zuhause auch in Baku, in Aserbaidschan. Ich habe eine Dienstwohnung auch in Sochi, wo ich jeden Monat 10 Tage in Deutschland verbringe, im Schwarzen Meer. Und ich habe noch eine Wohnung in Österreich und dazwischen bewegt es sich. Und ab und zu sind wir noch regelmäßig für so Projekte in Dubai. Also es ist sehr spannend, wir sind zwischen den Städten. Und wenn Sie jetzt von Österreich nach Russland reisen, wie reisen Sie denn dann? Fahren Sie dann mit dem Auto oder fliegen Sie über Umwege? Da gibt es gute Verbindungen über, man muss das dann nach der Weile einfach kennen. Da fliegt man über Istanbul, über Belgrad, über Baku, über Tiblis. Belgrad, da gibt es verschiedene Komponenten. Das ist einfach jetzt doppelt so lange Flugzeit, weil man umsteigen muss. Ja, das ist auch eine Sache, die nicht in der Öffentlichkeit gesagt wird. Wenn Sie bedenken, dass viele Fluglinien dieser Welt, auch die ganzen europäischen, jetzt nach Asien nicht mehr über Russland fliegen dürfen und viele russische Flugzeuge dürfen nicht mehr über Europa fliegen, sind jeden Tag Hunderttausende von mehr Flugkilometern, mehr Kerosinausschuss, darüber wird nicht berichtet. Aber das, was da stattfindet, auch in puncto Umweltvergiftung durch diese kriegerischen Ereignisse, das ist halt so. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Deshalb dauern die Reisen einfach länger. Ja, und auch die Verkäufe von Erdöl und Erdgas, die gehen ja nun trotz Sanktionen auch über Umwege und mit Mehrkosten für uns jedenfalls dann über die Bühne. Ist es denn gefährlich, nach Russland zu reisen? Kann man sich dort, hat man dort Angst auf der Straße nachts? Können Sie dazu? Ich fühle mich viel sicherer als in Deutschland. Das haben ja auch gerade deutsche Gäste, die ich hier hatte, gerade Freunde hier aus Dresden, da ist sogar jemand mit dem Fahrrad nach Moskau gefahren, von Dresden, jetzt, letzte Woche. Und die bestätigen mir das alles. Es ist unglaublich sicher und sauber, viel, viel sicherer als in Europa, wo man jetzt in Bad Oeynhausen oder anderen bewegen, weil die Migrationsfrage nicht geklärt ist. Es ist wunderbar. Ich sage immer hier, jetzt in der Sommerzeit, weil Moskau ist inzwischen eine sehr grüne Stadt, ist für mich die schönste Stadt der Welt. Wie ist denn die, Sie haben ja viel mit den Russen zu tun, Sie unterhalten sich ja bestimmt auch ein bisschen über die, ich weiß nicht, Sie wollen nicht so politisch werden, aber vielleicht unterhalten Sie sich doch ein bisschen über die allgemeine Politik. Wie stehen denn der Durchschnitt der Russen so ihrem Präsidenten eingestellt gegenüber? Ist das der Diktator, den wir hier bei uns aus den deutschen Medien so kennen? Nein, ich meine, die Wahl wäre mit 80% gewonnen hat, die steht für sich. Und wenn immer von Wahlmanipulation die Rede ist, dann lassen Sie sagen, er hat 70% gehabt, 10%. Aber die hat er wirklich gehabt, weil er Unterstützung hat. Man versteht, es hat immer damit zu tun, dass man die russische Mentalität nicht versteht. Wenn ich in meine Stiftung nach Sochi gehe und habe ein Meeting mit meinen Mitarbeitern, ich komme zum Tisch und da sitzen 20 Mitarbeiter, sitzen alle so und sind still und gucken auf mich, auf den Chef. Entscheide, sage, sprich. So ist die russische Denke seit Jahrhunderten. Es gab den Zar, es gab Stalin, dann gab es seine Nachfolger von Khrushchev, Brezhnev, bis hin zu Gorbatschow und dann gab es Jelzin und dann gab es Putin. Man braucht den Vater der Nation viel mehr. Und das ist für die Russen ist Putin der Vater der Nation, der Entscheider, der Leader. Man ist mit manchen Entscheidungen einverstanden, manche findet man vielleicht betrüblich, aber im Großen und Ganzen folgt man ihm, weil man auch keine andere Alternative setzt. Und ich persönlich kenne hier wenig Leute, die das Ganze in Frage stellen. Ich lese es immer in den westlichen Medien, aber es gibt ein paar Einzelne, die sagen, okay, der Krieg müsste aufhören, das hätte alles nichts gebracht, okay, aber es ist sehr, sehr, sehr verhalten. Ich muss einfach gestehen, ich erlebe das nicht und die meisten stehen an der Seite von dem Präsidenten und wollen natürlich, dass er es jetzt schafft, mit seinen Partnern auch dann anzufangen zu befrieden. Das wollen auch alle.
Sie haben ja Herrn Putin jetzt schon vor einigen Jahren, also einige Jahre ist es her, dass Sie ihn kennengelernt haben. In der Zeit hat sich ja auch haben sich auch die Lebensverhältnisse der Russen weiter verbessert. Das durchschnittliche Einkommen ist gestiegen, die Renten sind gestiegen und so weiter und so weiter. Spielt das dabei eine Rolle bei dem, was die Russen über ihn denken? Ich denke, das spielt sicher eine Rolle. Wenn Sie zum Beispiel die Stadt in Moskau sehen, ich bin hier seit 2010 hingereist, da war der alte Bürgermeister Luschkow noch und dann ist der neue Bürgermeister Sobjanin gekommen. Der alte Bürgermeister Luschkow hatte die Einstellung, dass Moskau eine Autostadt war. Sie war ein bisschen dreckig. Man fuhr auf Riesenalleen in die Stadt und fuhr abends wieder aus der Stadt raus oder ging auf die Datschen am Wochenende auf die sogenannte Wochenendhäuser. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist es eine grüne Stadt. Die Fußgängerwege sind verbreitert worden, die Straßen verkleinert. Es ist eine lebenswerte Stadt. Und dieses Konzept ist voll aufgegangen. Das kriegen natürlich die Menschen mit. Wenn ich sehe, was hier am Abend bis nachts um 2, 3 los ist, wie viele Leute promenadieren, ob es auf dem Roten Platz ist, in den Parks, das spazieren gehen, das ist spannend zu sehen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück Dankbarkeit, wie Sie sehen. Ich kann natürlich nicht in allen Details sagen, wie es in den Regionen aussieht. Soweit bis Jekaterinburg, bis zum Ural, sind die Leute, ist Russland wirklich voll prosperierend. Dann später komplett ist wieder Wladiwostok. Dazwischen gibt es sicher Regionen, die auch ein bisschen mehr zu kämpfen haben. Aber auch dort sehe ich, dass die Leute darüber diskutieren, über mögliche positive Veränderungen. Wenn Sie jetzt das Verhalten des Westens sich so anschauen in den vergangenen Jahren, ich rede von den westlichen Staatendenkern, ich rede von Herrn Scholz, von dem neuen britischen Premierminister, vom französischen noch Präsidenten Macron, das sind ja alles Leute, unsere Außenministerin, die sagen, also der größte Feind, den es auf der Welt gibt, ist sozusagen Russland und wir sind die Bastion der Aufrechten, wir sind die Richtigen, wir sind die Guten. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit der Weltanschauung, die in Russland herrscht. Da scheint es mir so zu sein, dass die Russen eher davon ausgehen, dass sie tatsächlich sich in der ähnlichen Gefahr befinden wie im Zweiten Weltkrieg. Was denken Sie, wenn Sie diese zwei Welten aufeinander prallen sehen? Das Erste ist, dass nie die objektive Wahrheit gesagt wird. Das hat natürlich alles eine Geschichte und Entwicklung. Das Erste ist, dass Russland sich wirklich immer als Bruder- oder Schwesterstaat seines Nachbarlandes Ukraine gesehen hat und bis heute sieht. Und bis heute ist der ganze Anstoß einfach, dass sie nicht akzeptieren können, dass die Amerikaner und die NATO direkt vor ihrer Haustür stehen in diesem, ihrem Nachbarland. Und dort friedliche Revolutionen auf Maidan oder etc. andere Dinge beginnen. Das ist ja auch nachgewiesen inzwischen. So, und dann kam es zur ersten großen Krise, dass man einfach dann die Krim, wie man sagt, annektiert hat. War es eine Annexion? Hat es vielleicht große historische Geschichtsvorläufer, dass die Krim schon immer russisch war? Das gehört alles zu einem Geschichtsverständnis, was man gegenseitig im Respekt verstehen und diskutieren muss. Das passiert aber nicht. Es wird immer nur einseitig gesagt, der böse Russe. Dann gab es ein Minsk-Abkommen. Und das ist natürlich auch von den Europäern in mehrerer Hinsicht in schwerster Weise gebrochen worden, nie eingehalten worden. Und das ist dann immer weiter eskaliert, bis es dann zu der kriegerischen Auseinandersetzung jetzt gekommen ist. Und das ist schade. Und es ist wirklich dieses mangelnde Verständnis, dieses mangelndes Verständnis für Gegenseitig, die können sich einsicher sein. Die Russen, wir sind tief, tief getroffen über die deutsche Regierung, nicht über die deutsche, über die deutsche Regierung, dass dort Panzer und Landstreckenwaffen von Deutschland nach Ukraine geschickt werden, die auf russisches Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg schießen sollen. Das ist etwas, was die Leute beängstigt, verärgert. Und dann sieht man das genauso, wie Sie gesagt haben, dass man da den Westen und gerade die Amerikaner als die eigentlichen Aggressoren sind. Mhm. Was glauben Sie denn, wie könnte man denn den Ukraine-Krieg beenden? Also ich bin kein Politiker, aber das Wichtigste hat Viktor Orban begonnen, dass man Gespräche anfängt. Dass ich selber in kleinen Maßstab tue, zum Beispiel, dass ich den Dubaier Opernball organisiere und immer unter dem Motto für Frieden stehe, haben wir geschafft, dass zweimal 2022 und 2023 in einem Saal 1500 Gäste saßen, davon waren 500 Deutsche und Österreicher, davon waren 500 Ukrainer und Russen, weil viele dort vor Ort leben, die gemeinsam dort saßen. Ich habe nur gemerkt, die sprachen alle Russisch. Und Russland ist jetzt eines der größten Gruppierungen, der als Gastnation von Mitbürgern in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben. Und das dritte waren die Locals, also die sogenannten Arabischen Emirate oder andere Länder. Das wäre sehr interessant. Oder ich habe gerade eine große Friedensgarde im Vatikan gemacht am 13. April, wo ich im
Beisein des Papstes ein Friedenskonzert organisiert hat mit Künstlern aus Aserbaidschan, Armenien, aus Türkei, aus Palästina, Israel, Amerika, Ukraine, Russland, Georgien, also aus all den Konfliktnationen. Diese Künstler haben ohne Probleme miteinander musiziert. Also es gibt Möglichkeiten, Gespräche anzufangen. Und die Sache ist sehr schwierig, weil wenn man sich politisch damit beschäftigt, dann weiß man, dass die jetzige ukrainische Regierung, das hat ja, ist ja nicht mehr gewählt. Das heißt, sie ist nur noch konstituierend im Amt. Und wenn der Krieg zu Ende ist, müsste sofort eine Wahl passieren, dann würde man vielleicht nicht wiedergewählt. Das heißt, es ist nicht im Interesse der ukrainischen Regierung, jetzt anzufangen, Friedensgespräche zu führen. Ich weiß, dass es großes Interesse gibt und Befürworter in der russischen Seite, jetzt dringend das zu führen. Und deswegen hat man auch diese Gespräche mit Orban geführt. Und hoffen wir, dass es zu etwas führt. Also von diesen Friedensgalas, die Sie selbst veranstaltet haben jetzt in jüngster Zeit, hört man und sieht man gar nichts bei uns in den Medien. Was meinen Sie, woran das liegen könnte? Das ist ein klares Diktat, gibt, welche Themen interessant sind, welche nicht interessant sind. Allerdings muss ich auch gestehen, dass es nicht mein eigenes PR-Interesse war, das besonders in den westlichen Medien zu platzieren. Weil wenn Sie anschauen, wie in den westlichen Medien ein Viktor Orban jetzt auch zerrissen worden ist, sofort Putin-Freund und der alles macht, was der Putin sagt, da ist keine objektive Berichterstattung. Deswegen braucht man das alles gar nicht mehr. Wichtig ist, dass es doch viele Leute hören und man unterschätzt es, deswegen spreche ich so oft von der multipolaren Welt, zum Beispiel, dass der indische Ministerpräsident gewählt worden ist und nach 2 Wochen seine erste Auslandsreise jetzt gerade in Russland gemacht hat. Indien, China, die stehen in der BRICS zusammen. Türkei, das sind wichtige Länder, die alle richtig kooperieren. Was die Europäer nicht mitkriegen, wie die Welt in eine andere Richtung driftet und Europa über kurz oder lang gar keine Rolle mehr spielt, wenn sie so weitermachen und keine eigenständige Rolle mehr finden. Und das kriegt die Welt insofern gar nicht mehr mit. Sie sind unglaublich, Russland ist nicht isoliert. Wer das sagt, das ist zum Beispiel schon eine faktische Lüge, weil ich selber habe es hier bei Petersburg Ökonomikforum gesehen und woanders, wie viel internationale Länder des globalen Süden, des globalen Ostens hier einfach sind, anwesend sind, Russland unterstützen. Und es ist mehr als 60 oder 65% der internationalen Weltgemeinschaft unterstützt Russland, aber natürlich nicht. Das sind immer die gleichen. Amerika, Australien, Kanada, die Europäische Union, Singapur, Neuseeland. Das sind die Länder, die sozusagen ihre eigene Einheit bilden. Und ich sage, lasst mal weg diese Polarisierung, kommt in Gespräche, in einen Dialog und lasst uns wirklich lösungsorientiert arbeiten. Ich hoffe, dass beide Seiten dazu immer mehr bereit sind. Was glauben Sie, wohin der Westen sich entwickelt? Sie sagten gerade, das wird für den Westen nicht gut enden, wenn er so weitermacht. Was glauben Sie, wie es in ein paar Jahren aussehen wird? Wir haben ja jetzt auch unter Umständen demnächst einen Regierungswechsel in den USA anstehen. Herr Trump, der den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden will. Ja, Trump ist, man kann ihn mögen, kann ihn nicht mögen, ist sicher sehr polarisierender Präsident gewesen. Fakt ist, dass in seinen 4 Jahren kein einziger Weltkonflikt stattgefunden hat, dass er sozusagen ein Friedenspräsident ist, das mag man nicht gerne hören. Er war viel mehr Friedenspräsident als Barack Obama, in dessen Amtszeit haben 12 Auseinandersetzungen stattgefunden. Also das ist ja nur ein Beispiel, ist schön, wenn er sich darum bemüht und wenn er sich das als Ziel vornimmt. Europa muss klar sehen, dass es seine eigene Rolle und Stärke nicht verliert, ein Dialog, was ein Fakt ist, Russland und Europa, auch die Ukraine, sind Nachbarländer, direkte Nachbarn. Russland gehört zu Europa. Und man muss Interesse haben, auf seinem Kontinent Frieden zu haben und Gespräche mit beiden Seiten. Und ich habe schon in der Schule oder im Kindergarten eins gelernt, wenn da ein Aggressor ist und der Aggressor schlägt andere Kinder, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Ich stelle ihn in die Ecke, isoliere ihn. Aber er geht jeden Tag hin und schlägt wieder die Kinder. Oder ich hole ihn in die Gemeinschaft wieder zurück für Gespräche, probiere ihn zu beruhigen, zu deeskalieren. Deeskalationsmanagement gehört zu vielen Schulen, wird hier nicht praktiziert. Und daran sehe ich, das ist für mich ein Beispiel, dass es ein politisches Interesse gibt, die Aggression beizubehalten, weil die von Nutzen ist, um ein negatives Bild zu machen. Und deswegen, Europa muss aufpassen, dass es seine Rolle nicht verliert, die höheren Gaspreise, höhere Ölpreise. Das ist natürlich alles ein Desaster, was da passiert ist. Und
wichtig ist, dass man zum eigentlichen Kern wieder zurückkommt. Was ist das, was Deutschland braucht, was Deutschland möchte, was der deutschen Nation im eigenen Interesse dient? Schauen Sie zum Beispiel die Österreicher. Die Österreicher, weil ich auch in Österreich lebe, die sagen, ja, wir stehen hinter allen Entscheidungen Amerikas und wir unterstützen das, wir sind gegen den Krieg, das ist ein brutaler Angriffskrieg, das können wir nicht unterstützen. Dann stellen Sie die zweite Frage, wie viel Prozent Öl und Gas bekommen? 90%, na, es geht leider nicht anders, wir haben lange Verträge, aber 90% und die österreichische Wirtschaft geht es daher viel besser als der deutsche. Ist nur 10 Millionen Volk, aber trotzdem, es gibt Beispiele, wie man das macht. Wir Deutschen müssen alles immer ideologisieren und das ist ein Fehler und könnte uns an den Rand eines Niedergangs führen. Jetzt haben wir ja nun einen Bundeskanzler, der von sich selbst sagt, er sei ein Friedenskanzler, hat er eine Regierungserklärung erst jüngst von sich gegeben, er garantiert dafür, dass Deutschland nicht in einen heißen Krieg eintreten würde gegen Russland. Gleichzeitig erklärte oder fast gleichzeitig wenige Tage danach erklärte er, dass also anlässlich des NATO-Treffens, dass Deutschland bereit sei, seine Verantwortung zu übernehmen, wenn jetzt die USA ausfallen würden, als führende Nation bei der Unterstützung Kiews im Kampf gegen das brutale Russland. Trauen Sie diesem Bundeskanzler das zu, dass der in den Krieg zieht? Ich sehe, dass er im Hintergrund immer probiert, eine gewisse Friedensdiplomatie zu machen. Sehr verdeckt ist, wo er immer noch deeskaliert. Er ist nicht einer der großen Kriegstreiber wie die anderen. Jedenfalls, er ist kein Propagandist in der Hinsicht. Das ist schon mal ganz positiv zu sehen. Ich probiere immer erst mal das Positive zu sehen. Aber was klar ist, dass er nicht der Leader ist, der jetzt den Dialog aktiv führt. Ich sage immer, ich war nie ein Fan von anderen. Ich war ein großer Kritiker der Flüchtlings- und der Migrationspolitik 2015. Aber was sie 2014 gemacht hat, als die Krim sozusagen, als es zur Krim-Krise kam, die ist einfach angefangen zu reisen. Die ist innerhalb einer Woche von Amerika, London, Paris, mit alle wichtigen Staaten besucht, hat sich geeinigt, okay, wir machen nur ein paar Alibi-Sanktionen, wir befrieden das, wir beruhigen das, ist nach Kiew gereist, hat auch die ins Boot geholt und hat dann eine Mission gemacht und damit war dann der Prozess vorbereitet für das spätere Minsk-Abkommen. So, und das müsste ein deutscher Bundeskanzler leisten, aber es leistet jetzt Viktor Orban. Okay, das spricht doch für sich. Also ich möchte nur noch mal zum Schluss betonen, dass ich sehr, sehr gerne hier lebe, dass ich viele Projekte machen darf, gerade auch jetzt meine Premiere am Bolshoi-Theater und dann vielen anderen und dass ich mir einfach wünsche, dass diese Polarisierung aufhört. Und ich lade wirklich viele Leute ein, kommt auch nach Russland. Es ist sehr einfach, ein Visum zu bekommen. Man kann ein elektronisches Visa innerhalb 5 Tage bekommen für 16 Tage. Schaut es euch an. Ich bin übrigens kein Gegner der Ukraine. Ich habe auch viele Freunde in der Ukraine. Ich möchte einfach, dass diese Eskalation aufhört, dass man mit in den Dialog kommt und dass man aber nicht sagt, der ist böse und der ist gut. So funktioniert das nicht. Man muss sagen, okay, dann sind beide böse oder beide gut, aber man findet im gegenseitigen Respekt irgendeinen Weg zueinander. Und dieses Verständnis für diese russische Kultur, für die russische Seele, auch für die Seele der Sowjetunion und damit auch für die ukrainische Seele, die muss man erstmal aufbringen. Und die Leute sollten sich damit mehr beschäftigen und auseinandersetzen. Und wenn sie das tun, dann kommen sie zu Entscheidungen, die ähnlich wie meine sind, dass man hier wunderbar wohnen, wunderbar leben kann, dass das nichts Negatives hat. Und dann schafft das das in alter Tradition von Katharina der Große, die ja von Dessau damals nach Petersburg gegangen ist, um russische Kaiserin zu werden, dass das wirklich etwas Normales ist. Russland und Deutschland haben eine der ältesten gemeinsamen Geschichten und Verbindungen. Vielleicht gibt es ein übergeordnetes politisches Interesse, das zu trennen, aber wir sollten uns da nicht beeinflussen lassen. Es muss auch im Interesse von Deutschland sein, wieder zu normalen Verhältnissen zurückzukommen. Das sagt der internationale Kulturmanager, ehemaliger Chef des Dresdner Semperopernballs, Hans-Joachim Frey. Herr Frey, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme an meiner Sendung. Und ihr, liebe Zuschauer, bitte schreibt mir doch hier unter das Video in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was Herr Frey zu sagen hat. Ich finde, er hat eine ganze Menge zu sagen, insbesondere seine Mahnung. Wir sollen doch mal uns daran rückbesinnen, wie man Konflikte schlichtet, miteinander reden, den anderen reinholen und so weiter. Das wäre doch eine Sache, oder? Schreibt mir auch eine E-Mail an info@junos.tv. Ich beantworte jede einzelne E-Mail, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Das war's für dieses Mal. Tschüss!